glaube, wir haben da einen Spawner drin. Das ist ich glaube, wir haben gleich einen toten Varuna. Auch ungünstig. Ich glaube, da ist ein Spawner. Ich muss schon den Weg nach oben antreten. Ich kläre hier unten weiter. Ja, wenn ich dann wieder runterkomme. Ja. Dieser Zombie nicht dazu kommen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft City 2 mit dem Saftig Ages Modpack und dem Twilight Liebenden. Mavia, hi. Hi. Wir sind alle so ein bisschen komisch gerade. ja. Ich habe die Säge, Sägewerk soweit weitergebaut. Das neue Sägewerk, muss ich dazu sagen. Und Mavia befindet sich auf Rabenjagd. Ach, hat keine Feder gelassen. Was soll denn das? Hehe, verarscht. Ups. Rechte Taste. Ich muss jetzt hier so ein paar Platten pressen. Glattklopfen. Viel Spaß. Danke. Für eine weitere Säge sozusagen. So eine automatisierte Säge natürlich. Welchen Hammer brauche ich dafür? Den Mallet, der in der Kiste liegt. Ja, wenn der noch ganz wäre. Hast du den schon kaputt gemacht? Ja. Was? Mallet. Stone Mallet. Malle. Gibt's nicht. Stone Mallet. Ja. Ah, ein Cleanstone und ein Stick. Ist ja easy peasy. Ja. Haben wir auch alles dabei. Ich habe, wenn ich die die Platten geklopft habe, habe ich sowieso alles schon, was wir für den die Säge brauchen, habe ich dann alles schon im Inventar. Ja, Wahnsinn. Diesmal richtig krass vorbereitet. Ey, Alter, ey, voll krass, ey. Ja, und wir machen Tech, was nun mal gar nicht mein Ding ist. Ich bin beeindruckt. Bist du ein bisschen impressed oder was? Minimalst, ajo. Komm her, gut, danke. So, die Platten haben wir auch fertig. Cobblestone brauchen wir, glaube ich, noch. Haben wir. Ja, ja, ich habe hier auch. Und die lassen wir da. Ich müsste in meinem Rucksack noch welche haben. Muss auch hingehört. Gut, also, dann fangen wir mal an. Wir wollen das Saw machen. Da war wohl noch was anderes eingegeben. Hä? Warum? Saw. Also, die Saw wollen wir machen. Und dazu brauchen wir zum einen einen Lederriemen. Den können wir mal machen. Hier in der Mitte brauchen wir nicht unbedingt Schleimblöcke, sondern wir können einen Glue nehmen, also einen Kleber. Das machen wir am Anfang. Dann ist das schon mal weg. Leather Belt. Dann brauchen wir zwei Holz, das haben wir. Auf jeden Fall brauchen wir vier Stone Gears. Bis dahin sind nämlich alle gleich. Dafür brauchen wir erstmal Wood Gears. Eins. Ach so. Bist du gierig? Ja, aber sowas vorn. So. 1, 2, 4. So, dann brauchen wir zwei aus Kupfer. Ah, Moment. Müssen da alle aus Stein sein, glaube ich. Ich guck gleich nochmal. Nicht, dass wir falsch machen. Das kann durchaus passieren. Aus Basis Stein. Stein. Stein, okay, stimmt. Also vier Stück davon. Dann brauchen wir die Kupfer-Gears, zwei Stück. Ein Tin-Gear. Und ein Bronze-Gear. Jawohl. Und aus dem Tin-Gear müssen wir dann einen Flint-Saw-Blade machen. Ja, der Flint schneidet dann unser Zeug. So. Und das war's schon. Ich dachte, ich brauche länger. So. Brauchen wir hier noch
paar, zwei Hölzchen und dann haben wir die Saw. So, außerdem haben wir... Achso, ne, das habe ich drüben in der Kiste. Rabe, Rabe, Rabe. Glückwunsch. Sag das, wenn der eine Feder hat fallen lassen und mir nicht wegfliegt. Köp, köp, köp. Hier ist übrigens... Achso, das kennt ihr schon, das Twilight Potter. Der hat sogar zwei Federn fallen lassen. Danke. So, hier seht ihr das Haus. Das habe ich mal angebaut, so wie es geplant war. Ich habe jetzt einen kleinen Anbau hinten gekriegt. Hier würde ich mal sagen, mache ich nochmal sowas hin. Oder auch nicht. Dann können wir vielleicht eher den Wasserfluss ein bisschen verändern. Ja, ist er relativ. Auf jeden Fall haben wir hier einen Platz für einen, wie heißt das Teil? Waterwheel. Da haben wir schon eins hingepflanzt. Aber ich möchte gerne, beziehungsweise Mavia hat mich dazu gezwungen, hier symmetrisch arbeiten. Und deshalb müssen wir hier, immer diese doofe Dröte, müssen wir hier noch ein Wheel anschließen. Dazu brauchen wir noch eine Holzachse. Das ist schon alles da. So, Holzachse dahin. Und dann einfach das Rad draufsetzen. Ich brauche im Gesamten 5 Blöcke Platz. 5 Blöcke hoch, 5 Blöcke breit. Und eben unten ein Block hoch Wasser. Damit der auch was arbeiten kann. So. Ich höre schon, du bist der Vollprofi. Aber sowas von. So. Auf dieser Seite habe ich die Säge schon platziert. Und auf die andere muss sie jetzt noch. So. Fertig. Und jetzt können wir hier unsere Sachen sägen lassen. Und der Vorteil ist, der absolute Vorteil, wir können nicht geschnitten werden. Yo, yo, yo. Nicht so wie bei Mavias Version. Ah, und hier fehlen noch ein paar Blöcke. Warte mal, ich mach das hier mal noch ein bisschen schöner. Ja, mach du mal schön. Und lass dich verhungern, vergammeln. So. Gib dir vielleicht Gammelfleisch. Nee, das war falsch. Ja, schon Hengstelle. Ich habe nur eine Stair falsch platziert, ne? Nicht. So, Mavia ist da. Ich wollte gerade sagen, du wartest im Twilight auf mich. So. Ich muss erstmal die Karte craften. Ah. Das ist jetzt schnell gemacht, aber dafür brauche ich halt Tisch. Crafting-Tisch. So, warte mal, hier müsste auch noch. Da ist ein Crafting-Table versteckt. Komm nochmal hier hoch, ich muss nämlich das Licht wieder dran machen. Sonst spawnt hier oben Zeug. Oh. So, hier oben kann aber dann auch der Besitzer wohnen. Der Sägermeister. Sägermeister. Nicht zu verwechseln mit dem Jägermeister. Darf der da nicht wohnen? Erneu. Über fies. So, wir machen hier noch ein paar Kisten. Die werden alle belabelt dann noch. Belabelt? Belabelt, jawohl. So. Und dann haben wir hier nämlich genügend Platz für Holz, nicht so wie drüben. Wo schon zu viel Holz in den Kisten ist. Ich weiß jetzt noch nicht, welche Kiste hier. Okay, das ist die linke. So, das war's von der Technik auch schon diese Folge. Muss reichen für die nächsten 20. Voll motiviert. Nee, aber ja, es sieht doch einfach jetzt. Sieht jetzt, Moment, ich möchte auch immer wieder vom Spawn drüben schauen. Wie das Haus denn jetzt aussieht. Dum, 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 dum. Oh, man erkennt die Mühle.
Sehr schön. Ist cool geworden, finde ich. Sehr gelohnt. Klein, aber fein. Die Details machen es halt aus. Aber sowas von. Doch, ist okay. Vielleicht haben wir ein bisschen zu viel Wasserfluss jetzt da in der Ecke. Müssen wir das Wasser noch mal ein bisschen kanalisieren. Ich denke, das lässt sich noch nachregeln. Denke ich doch auch. Gerade, ob das so einfach geht. Ajo. Pascha immer von mir bekommen, da soll das direkt gehen. Ja. Der war praktisch, dann konnte ich nämlich einfach hier das Wasser hoch machen. Amokrat, gucke. Ja. Wenn du jetzt nur noch den Baum am Ersäufen hinderst. Ja, ich glaube, ich gehe nochmal hier in die andere Richtung. Also ich würde es ja, ja so schräg nach links in den See laufen lassen. Weil jetzt hier so ein bisschen ja, nach links direkt die Flüsse hier vereinen. Dass sie dann hier in der Mitte quasi dann zum See fließen. Na, das geht jetzt wohl nicht. Dann sind wir wahrscheinlich hier schon wieder eins zu hoch. Ja, genau. Nochmal hier so zumachen. Dann das wegmachen. Und dann können wir den auch wegmachen. Jetzt sieht's. Komm raus. Oh, wie das Wasser festhält, das gibt's gar nicht. Oh, der Bahn. So, jetzt passt's, würde ich sagen. Den da können wir auch nochmal wegmachen. Nein! Können wir doch nicht wegmachen. Halt alles nicht so einfach, ne, wa? Nee, aber so passt jetzt. Ja. Dann sieht es auch schick aus. So, wir wollten jetzt, du wolltest unbedingt, dass ich mit in den Twilight komme. Ja, damit du auch mal ein bisschen Action hast hier. Schon Action, ich habe eine Wasserrad baut. Ja, Wahnsinn. Aber da geht noch mehr. Das stimmt, das sehen wir jetzt gleich. Ja. So, ich mach kurz meine Taschen leer. Schmeiß einfach hier mal alles in die Säge rein. In die Sägewerk. So, was brauche ich denn? So, zur Abwechslung. Chisel haben wir auch inzwischen. Ja. Die lasse ich aber auch da. Willst du eigentlich anderes Werkzeug oder? Momentan bin ich versorgt, danke. Okay. Drück dich nicht vom Twilight, komm her bei Fuß. Ajo, ich komm ja so ein. Hier, Erde nehme ich mit. Alter Bibsch, da waren wir doch schon. Ich nehme aus der Kiste zwei Magic Maps raus. Magic was? Magic Maps. Zwei. Eine. Oh, schade. Die andere ist die Kiste. Hat es zwar nicht verdient, aber. Geronimo! Hui! Whisking you of the Twilight Forest. Da. Dann müsstest du, wenn du deine Karte in die Hand nimmst und dann Rechtsklick oder Shift-Rechtsklick machst, müsste da eine. Genau.
I can see for miles. Ah, da steht sogar. Steht sogar alles. So, in welche Richtung laufe ich jetzt? Wo müssen wir erst hin zum Lager, gell? Ja, also schräg links nach oben. Ja, wenn wir da schräg nach links gehen, kommen wir zu einem Nager-Labyrinth. Feld. Ich laufe. Ich hoffe, es kommt kein Baum. Oder kein Loch. Das sehen Sie, wenn die Lichter angehen. Boing. Ja, bisher, ich habe einen Baum habe ich gestreift. Und jetzt falle ich, glaube ich, gleich ins Wasser, laut Map. Muschel nicht immer. Wenn du ein bisschen weiter rechts gehst. Ja, ich habe eigentlich keine Rüstung, gell? Und ich habe eigentlich auch kein Schwert. Ah, Rüstung habe ich auch keine. Das ist mir gerade, die ist eben kaputt gegangen. Also machen wir jetzt mal einen Cut, würde ich sagen. Und dann kommen wir gerüstet wieder, oder? Na, oder wir machen das so platt. Du kannst versuchen. Wir haben doch doppeltes Leben, oder? Ja, ja. Mal gucken, ob das hier überhaupt nicht schon ein bereits geplündertes Nagerfeld ist. Wir haben... Ah, die Axt hat 7 Attack Damage. Die Lumber-Axt. Okay, geh mal rein. Ich geh dicht hinter dir, damit mir nichts passiert. Also ich... Denk mal, das hier ist ein bereits geplündertes Nagerfeld, da müssen wir zum nächsten gehen. Was haben wir denn hier? Maschglum. Ja. Müssen wir, können wir uns jetzt ausruhen. Wir haben noch 4 weitere in der Umgebung. Ah, gehen wir mal in die Richtung. Rechts oben? Gehen wir nach links oben. Wenn das bereits geplündert ist, brauchen wir nur nach unten zu gehen, dann haben wir 2 weitere. Wir sind ja hier nicht allein, da sind schon andere durch die Twilight Forest gerannt, die nichts Besseres zu tun hatte, als uns die Nagas zu täte. Hä? Sind wir so langsam unterwegs? Ja. Jetzt bin ich am Rennen. Ich auch. Oh. Moment. Mal hier. Malachit. Gern. Ja, danke. Dass wir noch mehr Kupfer bräuchten. Boah, da sind ja noch mal 4 weitere Nagas in der Umgebung. Hier wimmelt es ja nur so von Nagas. Ich bin gleich da. Da ist noch ein Rabe. Brauchst du noch? Nee. Habt ihr trotzdem getötet? Aber gar nichts gekriegt. Sieht ja recht. So, also. Ich habe nur noch 2 Brötchen. Dann hoffen wir mal, dass gut das... Gut vorbereitet, wie ich sehe. Total. Eine Eisenrüstung, eine Goldrüstung. Also, was willst du? Okay, er ist gespawnt. Ist Naga. Yeah. Naga. Ja, genau. Leuten wir es ein bisschen. Oh! Der war aber plötzlich da. Oh, wo ist er denn? Die will sich nur von dir schlagen lassen. Ja? Das Schöne ist, dass mein Schwert ordentlich Schaden macht. Jetzt nicht abhauen. Komm her. Jetzt, Ist hops gegangen. Ich hab alles. Tschüss. Ja, Schwert im Rücken. Bats. Hier, Naga Trophy. Die brauchen wir irgendwie, gell? Da müssen wir irgendwas damit machen, glaube ich. Eine Trophäe brauchen wir später, ja. Aber wir bekommen ja von jedem Boss eine. Demonic Will. Raw Mutton. Sheep Pelt und... Brown Fleece. Ah ne, warte, hier gibt's noch mehr. Naga Scale. Mhm. Da kann man Rüstung draus craften. Epic Shader Gravage. Ja, der ist, glaube ich, irrelevant. Ja, ich guck mal, was wir damit machen können. Epic. Hä? Kann man gar nicht mit draus machen.
Ah, noch nicht vielleicht. Wer weiß. Okay, was müssen wir jetzt tun? Tja, also im Prinzip, als nächstes müssten wir jetzt den Lich schlagen. Es ist direkt hier südlich einer. Hast du die? Achso, hier. Ja, dafür bräuchten wir aber wahrscheinlich ein bisschen Rüstung, hä? Ja. Dann können wir auch einfach mal noch ein paar weitere Nagas schlagen, damit wir ein paar Scales bekommen. Eine weitere Rüstung. 7 habe ich. Ja, das wird nicht reichen. Okay, dann gehen wir noch ein paar Nager hauen und sind dann bald wieder da. Jo. Wir sind beim Licht angekommen. Endlich. Und ich bin fast voll Eisen, ein bisschen Gold. Und Mavia hat auch genügend Rüstung, denke ich. Goldrüstung hier, bling bling. Hehe. Hab mir außerdem noch ein Broadsword gemacht. Broadsword. Breitschwert. Genau. Und ja, oh, aua. Hallo, du musst aufpassen, da ist schon was. Echt was? Alter. Ich glaube, wir haben da einen Spawner drin. Das ist, ich glaube, wir haben gleich einen toten Warhuna. Auch ungünstig. Ich glaube, da ist ein Spawner. Ich muss schon den Weg nach oben antreten. Ich kläre hier unten weiter. Ja, wenn ich dann wieder runterkomme. Ja. Dieser Zombie nicht dazu kommen wäre. Oh, ich habe noch ein halbes Herz. Ist unten noch was? Nein. Oh. Oh oh, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Nein! Oh oh. Warum stirbt er nicht? Musst du fester draufhauen? Alter, das war knapp. Brauchen wir ein bisschen Zeug zum Hochbauen. Das war wirklich knapp. Und ich habe keine Ahnung, wo ich... Warum ist hier... Da ist irgendwas explodiert. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Ich glaube, ich bin... Okay, ich bin einmal auf der anderen Seite. Die haben mich einmal komplett durchs Gebäude getrieben. Ich bin noch im Hauptturm. Unten oder oben? Ja, das ist mittel. Mittig. Gerade nicht viel los, deswegen. Okay, ich komme hoch, da ist ein Skelett. Wie hoch bist du denn? Ah, da oben schon. Oh ja, da ist schon der Lich. Na, ich ignoriere das Skelett hier mal. Konzentrieren wir uns lieber drauf, dass wir nicht runterfallen. Hi. Hi. Mach hier mal die Löcher zu, dass wir dann nachher nicht runterfallen. Ja, so wie ich gerade eins runtergefallen bin. Oh, ich höre ihn. Okay, ist aber noch ein Stück weg. Sollen wir die Türen auch zumachen? Kommt da was raus? Oh ja, da kam gerade was. Okay, ich bin gleich ganz oben. Ich esse mal noch was.
Wann? Der muss irgendwas. Ja, wir müssen die Enderbälle auf ihn werfen. Dann geht sein Schild runter. Und danach können wir ihn dann angreifen. Was? Nicht zu mir rein. Ich versuche hier seine Schilder wegzuschlagen. Er hat nur noch 3. Kannst dich zurückziehen, auch. 2 Schilder, Schlagwehr geht kaputt, genau. Nein! Ach, du musst ja die zurückschleudern, gell? Ja, die Enderbälle muss man zurückschlagen. Jetzt hat er noch ein Schild. Naja, das explodiert, das ist auch nicht schön. Aua! Noch ein bisschen meinen. So, jetzt. Jetzt kann man drauf fahren. Aber ich muss erstmal meine Herzen regenerieren. Ja, komm. Gut. Oh, ich bin gleich tot. Ja. Oh, was ein Lack. Ja, zu zweit ist das halt ein bisschen einfacher. Wir erst haben bekommen. Ganz knapp. Ja, Zombie-Zepter, das war's, die Trophäe. Ja. Und 15 Bilder. Ja. Ich habe auch noch 4. Nice. Gut, dann hätten wir das auch geschafft. Ja, jetzt gucken wir mal. Ja, das nächste wäre dann die Hydra. Und vorher noch Mighty Stroganoff. Kennst du Böf Stroganoff? Oh ja, sehr lecker. Hätte ich jetzt gerade durch drauf. Oh. Ja, gut, muss ich hier noch ein paar Bilder mit. Ja. Dafür müssen wir nichts zahlen. Genau. Und Deko brauchen wir ja für unsere Häuser sowieso noch. Yep. Hier ist kostenlos. Gut. Aber das soll es dann auch von dieser Folge gewesen sein. Oh. Ja, wir waren erfolgreich. Wir haben viel geschafft. In der Tat. Da konnten, glaube ich. Achso, ich habe jetzt keine Pickaxe dabei. Ist ja auch egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, Mavia. Und wenn es euch gefallen hat, Like, Abo oder Kommentar. Bis dahin. Ciao. Bye.